Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Lords of the Fallen. Wir sind beim letzten Mal hier beim Schmied gewesen und haben unsere erste Rune in unser Schwert eingebaut. Und jetzt bin ich hier ein Stückchen weitergegangen, habe eine verschlossene Truhe gefunden und einen Hebel. Da gehört auch irgendeine Rune rein oder sowas, ja? Und jetzt mache ich hier genau an der Stelle einfach mal weiter und mache das nächste Let's Play. So, jetzt schauen wir mal, westlicher Vorraum, okay, da war ich gerade eben in Richtung östlicher Vorraum unterwegs. Das heißt, da wird wahrscheinlich nochmal was Ähnliches stattfinden wie gerade eben. Hergekommen bin ich von da drüben, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Oder? Ja. Ich denke, das war das. Und jetzt gucke ich nochmal hier in der Dimensionenbrücke, was auf der anderen Seite ist. Mal sehen, ob wir hier auch noch ein paar nette Kollegen finden. Drüben ist eine Schriftrolle, da hinten ist so ein Fiesling. Oh, da unten steht auch noch ein Fiesling. Oh. Kommt er zu mir hoch? Ah. Na gut. Ah. Oh. Verdammt nochmal, jetzt bin ich praktisch rückwärts gelaufen, ohne es zu wollen. Einmal falsche Taste gedrückt. Na gut, ich denke, ich begebe mich jetzt einfach mal hier auf die andere Seite. Immerhin gibt es da eine Treppe. Na komm her, du Penner. Oh nein. Scheiße. Gleich mal nehmen, bevor ich sterb. Und einmal schön Heiltrank. Ach, der hat sich eingesperrt. Das ist ja cool. Bam. 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 Ja, okay, ich meine, den kann ich jetzt erstmal vergessen dahin. Oh, kann ich nicht vergessen. Jetzt hüpft er da einfach runter, das ist doch scheiße. Oh. Also. Okay. Eine versiegelte Rune. Okay. Gut, was haben wir denn hier sonst noch Schönes? Da brennt's. Ist okay erstmal. Ich glaube, ich muss mal dran denken, als nächstes meine Magie einzusetzen, hier mein Stachelding.
Weil das wäre ja... Das wäre vielleicht auch mal eine Maßnahme. Da muss ich mich hier nicht jedes Mal durchkämpfen. Ich muss nur dran denken. Aber hier ist doch echt überhaupt nichts wieder. Da haben wir noch eine nette Rune. Einen Splitter. Energiesplitter. Okay. Da ist nix. Ja, immer noch besser nix als überhaupt nix. So. Geht's da eigentlich auch weit? Oh ja. Endlich mal wieder ein Backstep. Und erledigt. Und ein Splitter. Und wieder eine Kiste, die ich nicht aufbringe. Doch, eine Kiste, die ich aufbringe. Fäulen ist ein Schwert. Und eine verlorene Pike. Mhm. Schwerter sind für Sterbliche. Doch dieses Schwert, es ist etwas anderes. Wenn ich es nur mit diesen Runen erfülle, dann ist es ein Schwert für Götter. Mhm. Bisschen Ausdauer holen. Ja, du kommst da bestimmt gleich wieder, doof wie du bist. Der war recht easy. Hat er jetzt nochmal gemault oder was? Ich möchte hier, ich lasse mir jetzt ein bisschen Zeit. Ich möchte wirklich alles finden, wenn es geht. Da war ich schon, ne? Oder? Ist da noch irgendwo irgendwas? Geht's da raus? Nee. Ah, ich dachte jetzt wirklich, da geht's raus. Da bin ich bestimmt das erste Mal runtergekommen, genau. Da drüben liegt noch was. Wie komme ich denn da jetzt? Wie komme ich denn da hin? Also als erstes mal gießen. Und jetzt. Ah, shit. Wenn man es braucht, funktioniert es nicht. Das ist wie im richtigen Leben. Nein! Ah, okay. Oh, was macht denn der da?
Nochmal. So. Vielleicht habe ich zu viel Anlauf gehabt jetzt gerade. Ja. Nimm's doch. Ein Magiesplit, na toll. Das sind so Dinger. Den fange ich echt nichts an. Na, okay, wunderbar. Wunder. Ist das wirklich alles jetzt hier? Ich würde mir ja vorstellen, dass es so ähnlich aussieht wie in dem anderen Vorraum. Und dass es da noch weitergeht. Aber ich finde einfach de facto nichts. So, was jetzt da? Öffnen. Na, dann öffnen wir doch mal. Boah. Also als erstes mal du. Da muss ich dann hier auch noch den Hebel bedienen. Scheiße. Na, das war doch blöd wieder. Mann. Na also, bisschen spät entschlossen, aber immerhin. So, Hebel runter. Ein Horn. Was war denn das für ein Geräusch? Westlicher Vorraum, da war ich davor schon. Ah ja, genau, das war das Tor. Aber das geht immer noch nicht auf, hm? Ja. Östlicher Vorraum, westlicher Vorraum. Hm, okay. Dann latsche ich doch hier mal, oder? Geht's da hinten noch irgendwo hin? Nö. Also, dann geht's hier einmal zurück. Und die Treppen hoch. Das ist die falsche Stelle, denke ich. Oder? Also da muss ich auf jeden Fall. Aua. Da muss ich auf jeden Fall rüber. Das Treppenhaus ist da. Tut mir leid, wenn das ein bisschen lang dauert, aber ich finde das total unübersichtlich hier und sieht irgendwie alles gleich aus. Gut. Dimensionenbrücke. Draußen sind wir. Okay, da ging jetzt mal die Tür auf, aber das sieht aus, als ob dann Boss wäre, oder? Ich speichere mal.
Beziehungsweise pack hier einfach mal meine Erfahrung weg, oder? Soll ich nochmal eine Rune machen? Ich mach nochmal eine Rune. Okay. Hab wieder Gesundheit. Dann gehe ich nochmal runter zum Schmied. Ein Video. Ja, bla bla. Herstellen. So. Ich setze nochmal 1000 EP. Und nochmal eine Drecksmagie-Rune. Gibt's nicht irgendwas anderes? Na ja, gut. Angriffskraft plus 7, Magiewiderstand 5, Schild, Magieblockwiderstand, Magiehandschuh, Stoßhandschuh, entfesselt einen mächtigen Schlag magischer Energie, der dem Gegner Lebenskraft entzieht. Geschosshandschuh, der Feind wird temporär in eine Zwischenwelt gesendet, sodass nur eine leere Hülle bleibt. Ha? Ich kann den, ja genau, dann packe ich den mal in den Geschosshandschuh rein. Ausrüsten. Magiehandschuh. Geschoss. Und da packe ich jetzt mal die Rune rein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich da vielleicht noch was tut. Ansonsten. Oh, das geht ja super. Wahnsinn. Na gut. Ich speichere einfach mal meine Erfahrung ab. Beziehungsweise genau, ich hole mir noch einen Attributspunkt. Und speichere den Rest. Stärke, Schaden plus 1. Glaube, Magie plus 6. Ausdauer, Energie plus 8. Energie plus 8, maximales Ausrüstungsgewicht plus 1. Stärke, Schaden plus 1. Oder Vitalität, na toll. Oder Glück. Ich weiß jetzt echt nicht, was ich nehmen soll. Ich nehme mal Stärke. Nicht genug Magie, super. Ich brauche jetzt viel mehr. Ich brauche viel mehr Magie, um schießen zu können, wenn ich das richtig sehe. Das ist ja scheiße. Okay, funktioniert überhaupt nicht. Ja. Na wunderbar. Fuck.
Nun weiß ich ja, dass dieser Typ sich irgendwie heilt. Okay. Damit verhindere ich, dass er sich heilt. Oh, oh nee, Mann. Scheiße. No. Aber, also, da ist er wirklich nicht unverwundbar. Mal wieder Energie aufladen, genau, ein und frei. Druff. Und weg. Oh, das war aber eng. Scheiße. Nein! Nein! Es sei nicht zu glauben. Also so schwer ist der nicht. Der sieht nur so schwer aus, weil ich so dämlich bin. Wahnsinn. Okay, 24 Punkte. Das ist ein Heidengeld. Ja, und jetzt? Aha. Das ist sehr interessant. Was passiert jetzt mit dem? Kommt er wieder, oder? Ja. Also, ob man jetzt diesen Zauber hat oder die Linde rauscht, das ist irgendwie so ein bisschen egal. Upsala. Schlecht, 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 schlecht. Und weg. Und rauf. Und weg. Und tot. 1000 EP, das ist erstmal nicht so übel. Ein kleiner Schlüssel für den westlichen Vorraum. Der westliche Vorraum war welcher? War welcher? Ach shit. Falsch gelaufen. Westlicher Vorraum war der hier, glaube ich. Da wird bestimmt für die Truhe sein. Aber jetzt müssen wir natürlich wieder aufpassen. Weil dann natürlich jetzt meine ganzen Gegner wieder da sind. Richtig? Okay. Also gut. Gehe ich mal da runter. Nummer 1. Hä? Die lassen sich aber nicht so beruhigen. Hä?
verstehe jetzt überhaupt nicht. Der Affenarsch. Du Sack. Scheiße. Gut. Also an die Hundis da, die... sind einfach ein bisschen strange. Jetzt gab es hier die Truhe im westlichen Vorraum. Die mache ich jetzt noch. Die ist immer noch verschlossen. Da gab es aber auch irgendwo eine Türe. Ach ja, genau, da hinten war die Tür verschlossen, richtig? Da hinten nämlich. Die ist auch verschlossen. Also das verstehe ich jetzt nicht. Also der Schlüssel für den westlichen Vorraum funktioniert irgendwie nicht. Aber das bedeutet für mich jetzt für den Moment mal nur, dass ich mal zum Speicherpunkt gehe. Und dieses Let's Play einfach mal Let's Play sein lasse. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.